Mir natürlich auch, und da würde mich freuen, wenn Sie nicht nur Anfang Juli zum Harley-Event nach Plön kommen. Hier in Plön ist es die ganze Zeit über schön. Genießen Sie die Region, die Fünf-Seen-Fahrt, die große Plöner See-Rundfahrt. Das können Sie alles noch übers Wochenende machen und sich hier natürlich auch noch den ganzen Abend vergnügen. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wir haben als Stadt Plön natürlich diese Veranstaltung auch finanziell unterstützt. Das muss ich natürlich auch mal erwähnen. Und ich freue mich, dass wir schon zum siebten Mal, ist es jetzt, habe ich gehört, das siebte Harley-Event hier in Plön haben, in dieser familiären Atmosphäre. Herzlich willkommen in Plön und ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Nachmittag, eine wunderschöne Ausfahrt und denen, die Fußball gucken, ein wunderbares Spiel, das wir gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank, Jens Kaustian. Dann leite ich mal über zu Willi. Willi, was passiert jetzt? Was haben wir jetzt vor? Damit du auch ein ordentliches Outfit hast, habe ich natürlich auch als Moderation dir ein T-Shirt mitgebracht. Damit du da auch Flagge zeigen kannst und nicht mit Schlitz und Kragen nach einer Bö fährst. Also T-Shirt, Harley-Event Plön steht, der Bürgermeister auf einmal im neuen Gewand. Ne? Ja, unbedingt, würde ich sagen. Und dann geht es ja ganz, ganz locker und ganz entspannt. Wie gesagt, der Bürgermeister hat das schon gesagt, um 16 Uhr ist Fußball, aber das interessiert uns heute nicht. Wir sind ja wegen der Harleys hier, wegen der Harley-Events, deswegen machen wir erstmal schön hier im Moped. Billy, erzähl mal ganz kurz, was haben wir den ganzen Tag vor? Es gibt ja noch einiges zu begucken, oder? Du, wir werden gucken, was wir an Sponsoren hier haben. Wir werden mal gucken, ob wir irgendwelche schönen Motorräder bei uns aussuchen. Wir machen nachher, wenn die Auswahl vorbei ist, hier eine kleine Bike-Show. Kann sich jeder anmelden. Die Anmeldung legen wir nachher aus, wenn das einfach alles sich beruhigt hat. Kann man eintragen von Sportster bis, naja, was es alles gibt. Machen wir eine kleine Präsentation nachher. Wir machen eine Pokalverleihung. Naja, und dann haben wir schon mal den Haupttakt hinter uns. Wir werden zwischendurch noch ein bisschen Fußball gucken. Es ist hier eine kleine Möglichkeit gegeben, Fußball zu gucken. Wir haben einmal hier eine Technik hier für den Bildschirm. Und wir haben hinten bei mir in meinem VIP-Zelt, sogenanntes VIP-Zelt, haben wir nachher auch die Möglichkeit, da ein bisschen reinzugucken. Es ist nicht im großen Rahmen, das können wir uns nicht leisten, aber es ist die Möglichkeit gegeben, dass wir hier so ein bisschen, naja, unterhaltungswirksam Fußball gucken können. So viel zum Thema, was Willi mir gerade erzählt. Macht aber nicht so groß mit dem Fußball, das soll eigentlich gar nicht so viele Leute wissen. Er hat ja schön Werbung gemacht, dann werden wir nachher richtig schön Platz haben bei dir im Zelt. Zum Glück ist es ja nicht so warm. Und dann ab 19 Uhr geht es ja dann hier auf der Bühne auch noch richtig weiter, gibt es ja richtig noch schöne Live-Musik. Ja, da kommt die Limited Edition, die Hausband, die wir hier in Plön haben, die ist die Plöner Gruppe. Und nachher kommt dann um ca. sagen wir mal 21 Uhr Covades und wird dann noch ein bisschen schön aufrocken hier. Und natürlich darf die Strip-Show nicht fehlen. Das ist natürlich klar, dass es natürlich auch irgendwann nachher auch kommen soll. Dann hast du mir nicht gesagt, dass hier noch eine Strip-Show ist. Ja, du, ich muss da nicht alles wissen. Naja, das hätte mich natürlich schon interessiert. Da hätte ich natürlich meinen Tag ganz anders geplant. Ja, die werden wir schon planen, das werden wir schon hinkriegen. Wann geht das los? Na, dann muss ein bisschen kleine Kinder im Bett sein. Oha, ja, dann wird eng dann. Na ja, gut, dann muss ich nochmal wiederkommen. Alles klar. Also wir haben den ganzen Tag volles Programm. Ihr seht es, lasst euch ein bisschen treiben. Jetzt kommt der Roadcaptain auch noch hier auf die Bühne. Jetzt gibt es erstmal gleich eine schöne Einordnung für den Bürgermeister. Wahrscheinlich so nehme ich die nicht mit, zieh dich um. Ne? Müssen wir gleich mal gucken. Roadcaptain an Bord. Moin. Was kann ich tun? Ich muss noch ein paar Worte sagen, ganz kurz zu den Bikern. Ich hoffe, dass alle trotz der Wärme mitfahren. Nimmt genug zu trinken mit, ganz wichtig. Die Sanitäter sind schon besorgt, dass wir vom Bock fallen. Das sollte ja nicht passieren. Also trinkt vorher rechtzeitig, aber ihr werdet auch gut versorgt in La Bö. Insofern entstehen da keine Probleme, man kann genug trinken. So, für die Rückfahrt ist, glaube ich, schon hier gesagt worden, aber ganz wichtig, wir fahren in La Bö 30 Minuten früher weg, sodass wir um 14 Uhr zum Fußballspiel rechtzeitig hier sind. 16 Uhr. Ja, also die Aufenthalt wird in La Bö verkürzt. Wir fahren jetzt 13 Uhr los. Wir können nicht früher losfahren, weil von Hamburg noch einige kommen und so. Aber dann auf jeden Fall dort in La Bö eine halbe Stunde vorher, als es sonst angekündigt war. Gebe ich aber in La Bö auch noch bekannt. Das wird eine ganz nette Sache da.